Moin, morgen, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge Planet Zoo. In der letzten Folge haben wir uns ja noch ein bisschen um das Wohlbefinden einiger Tiere gekümmert und müssen jetzt noch bei den Zebras mal ran. Ich stelle mal wieder auf weiter. Und so macht ja auch gut Gewinn. Gut, jetzt hätte ich es nicht gesagt, jetzt machen wir leichtes Minus. Aber wir müssen bei den Zebras ja das Gras hinzufügen. Die haben viel zu viel Erde hier. Und das finde ich auch eine schöne Idee, dass man hier so ein bisschen abgesenkte Bereiche im Gehege hat. Gut, kenne ich auch schon aus ein, zwei Videos bei YouTube, die ich mir vor der Aufnahme angeguckt habe. Aber trotzdem eine schöne Idee. So, die Jungs und Mädels haben zu viel Erde. Ich glaube, die Stärke und die Größe müssen wir mal anpassen. Denn. So. Ja. Hier vorne ist doch mal ein bisschen weniger langes Gras, sondern eher kurzes, weil die dort ja mehr unterwegs sind und das niedertrampeln. Okay, das Gras ist jetzt in Ordnung. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen längeres. Außerdem müssen wir noch die Erde beseitigen hier. Wo haben wir denn noch zu viel Erde hier hinten etwa? Scheint so. Hier im Gebüsch versteckt sich die ganze Erde. Dann nehmen wir nochmal kurzes Gras. Kleineren Pinsel. Und gehen hier nochmal durch. Da kommen ein paar Prozentpunkte müssen noch. Irgendwo muss noch was. Kommt da? Ah, jetzt. Das ist gut. Pflanzen. Okay, und die Lebensqualität. Zu wenig Beschäftigung. Sorgen wir erstmal für Beschäftigung. Bonus mit anderen Arten. Netzgiraffe, okay. Fotobeschäftigung und allgemeine Beschäftigung. Gehege. Beschäftigungen. Wir brauchen einen Filter. Die Art ist. Wie heißt die Art genau? Steppenzebra. Okay. Ja, das reicht doch schon aus. Kräuterwitterungsmarkierung, Beschäftigung. Okay. Die platzieren wir mal ein bisschen entfernt. So. Hier hinten. Im Gebüsch, dort wo auch eigentlich eher die wilderen Kräuter wachsen. Da kommt eine Reibsäule hier für die Besucher. Was wollen wir dann noch machen? Ein Greifball. Was man vom Pferden kennt, wo die dann ihren Spaß mit haben. So ein Ding. Ja, komm. Futterbeschäftigung. Futterspender fast klein und Futterballspender. Na komm. Den Kollegen verstecken wir mal hier. Nicht übel, gar nicht übel. Ich glaube, man kann getrost sagen, dass du den ersten Teil deiner Ausbildung mit Bravour bestanden hast. Es gibt noch viel mehr zu lernen, aber dafür müssen wir einen der anderen Zoos von Bernie besuchen. Schnapp dir deinen Pass und es kann losgehen. Ernsthaft, es gibt doch mehr Tutorial-Zoos. Oh. Klingt, als würde der ganze Zoo friedlich vor sich hinschnurren. Nun, schnurren, grunzen, kreischen, brummen, die ganze Symphonie der Tierstimmen. Ich hatte wohl recht, dich anzustellen. Ja, mal sehen. Verrate ihr nicht, dass ich geplaudert habe. Aber Nancy dachte, du würdest noch am selben Morgen aufgeben. Wir freuen uns also umso mehr. Und Nancy schuldet mir jetzt einen Foxy Coffee.
Wir haben uns zwar gerade erst kennengelernt, aber wenn ich dich so ansehe, bist du für mich wie das Kind, das ich nie hatte. Nach dem einen, das ich habe, natürlich. Aber meine Tochter ist keine Tierpflegerin. Versteh mich nicht falsch. Emma liebt Tiere über alles. Aber ihre Ziele liegen noch einmal eine Stufe höher. Sie will den gesamten Planeten retten. Ich begnüge mich damit, ein paar Arten zu retten und wäre glücklich, wenn man eine Froschart nach mir benennen würde. Willst du unbedingt, dass eine Froschart nach dir benannt wird, Junge? Also ich hätte einige andere Tierarten, die nach mir benannt werden sollen, aber nicht ein Frosch. So, aber wenn wir hier fertig sind, gehen wir mal zurück und schauen uns den nächsten Zoo an. Hey, hey, hey. Dass es so ein langes Tutorial gibt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber gut, man kann ja nie auslernen. Da sind wir durch. Hier haben wir noch ein Tutorial und einen grünen Stern. Was ist denn bitte ein grüner Stern? Hä? Oder meint ihr den Bronzestern? So, das madagassische Affenschutzprojekt. Oh Gott, jetzt machen wir uns zum Affen. Na komm. Ja, die Kameraeinstellungen lassen wir so, wie sie sind. Ich bin eigentlich ein Spieler, der sich recht schnell auf die Steuerung von dem jeweiligen Spiel einstellen kann. Bin ich auch recht froh. Bei manchen Spielen kann man ja nichts. Willkommen auf Madagaskar. Ja, unterbrich mich doch nicht. Ist etwas anderes als das alte, trostlose England, was? Naja, bis auf das Wetter. Der Regenwald wird eben nicht ohne Grund so genannt. Du wirst in einer Auffangstation für Affen arbeiten, in der wir wichtige Arbeit zur Arterhaltung leisten. Dabei geht es nicht nur um Affen, sondern um verschiedene Arten. Aber Affen. Affen sind die nächsten Artverwandten des Menschen und doch werden sie behandelt. Nun, sie werden behandelt, wie wir auch einige Angehörige unserer tatsächlichen Verwandtschaft behandeln. Deshalb bin ich auch entschlossen, hier etwas Gutes zu bewirken. Wenn wir einen Teil der Welt in einem besseren Zustand hinterlassen können, als wir ihn vorgefunden haben, hatte unser Leben einen Sinn. Ich hoffe nur, das gilt nicht für mein Zuhause. Bei dem Chaos dort hätte mein Leben sonst ganz sicher keinen Sinn. Oh, komm. Solange du nicht wieder den Elefantenmist auf dem Teppich verteilst. Mir ist es hier etwas zu heiß. Naja, das hier ist auf jeden Fall Bernies Auffangstation für Primaten. Neben Primaten gibt es hier aber noch jede Menge andere Tiere. Wollen wir uns mal ein bisschen umsehen? Als erstes schauen wir bei den roten Waris vorbei. Das sind die, die aussehen, als gehörten sie in ein Stück von Shakespeare. Komm, geh zu ihnen rüber. Na klar, wenn ich denn mal die Kamerasteuerung bekomme. Hallo. Ah, jetzt. Rote Waris leben in den Regenwäldern der Masoala Halbinsel im Nordosten von Madagaskar. Oh. Sie werden 15 bis 20 Jahre alt. Unglaublich, oder? Okay, wenn du bereit bist, geht es weiter zu den Borneo-Orang-Utans. Schon beeindruckend. Aber man hat gerade gesehen, es gibt doch hier und da ein paar kleinere Clipping-Fehler bzw. Probleme mit den Animationen. Aber wie gesagt, das ist verziehen. Aufnahmezeitpunkt ist der Release-Tag. So, dann wollen wir mal weiter. Borneo-Orang-Utans sind wunderbare Tiere. Sie sind in Zoos immer echte Besuchermagneten. Und sie sind die größten in Bäumen lebenden Tiere der Welt. Es sei denn, du zählst auch Löwen dazu, die da oben festsitzen. Schau sie dir doch mal näher an. Rufe dazu das Infofenster auf und wähle die Tierkamera. Ach, was denkst du, mache ich denn gerade? Sind sie nicht einfach großartig? Krunk bist du Wenn es? Wenn du soweit bist, schauen wir uns danach mal die Bonobos an. Die sind was ganz Besonderes. So, die
Autobus. Hallo, ich bin im Gehege. Oh, sieht aus, als kämen wir gerade recht. Eine der Barrieren des Geheges ist zusammengebrochen. Was? Und natürlich hat sich einer der Bonobos aus dem Staub gemacht. Wir müssen ihn wieder einfangen. Vorher sollten wir aber die anderen Bonobos in Transportboxen stecken, damit sie nicht auch noch ausbüchsen. Wähle die Gehegegrenze, um das Gehege-Infofenster aufzurufen. Hab ich. Tiere. Gut. Jetzt wechsel zum Reiter Tiere. Ja, und wahrscheinlich alle versandfertig machen. Nun auf alle Tiere versandfertig machen, um die restlichen Bonobos in Transportboxen zu sperren. Jetzt brauchen wir einen Tierarzt, um den entflohenen Bonobo einzufangen. Unser letzter Tierarzt hat aber gekündigt und ist zu einer Forschungsreise aufgebrochen. Das ist nicht gut. Wir müssen dringend einen Ersatz einstellen. Geh in den Zoobereich und dort in die Abteilung Personalverwaltung. Wie schön zu sehen, dass hier viele fliehen, aber hier sind noch einige unbehelligt unterwegs. Dort findest du Informationen zu allen Mitarbeitern. Jetzt ist aber nicht die Zeit, dir das anzuschauen. Stell einen Tierarzt ein. Klicke dann auf einen der Wege, um den Tierarzt im Zoo zu platzieren. Habe ich. Wo bleibt das Achievement? Kümmern wir uns jetzt um den Ausbrecher, bevor er allzu viel Chaos anrichten kann. Nutze die Tierwarnungen, um zum entflohenen Bonobo zu gelangen. So, wo haben wir denn? Klicke dann auf Tierarzt rufen, um den Tierarzt zu holen, damit er das Tier fängt. Ist die Frage, wäre es gut, wenn man hier so... Okay, geschafft. Während sich der Tierarzt um den Bonobo kümmert, sollten wir das Gehege in Ordnung bringen, damit die Tiere nicht nochmal ausbüchsen. Begib dich zum Gehege. Mache ich gleich. Aber was ich sagen wollte, bevor ich unterbrochen wurde, es gab doch in einigen Spielen jetzt auch so mit... Oh. Ja. Das haben wir jetzt natürlich nicht gesehen. Da gibt es doch die Möglichkeit, glaube ich, sogar selbst den Betäubungsfall zu schießen. Ob das hier gut wäre? Oder ob es gut ist, dass man sowas nicht drin hat? Wie du siehst, ist die Barriere kaputt. Da hat jemand offensichtlich nicht aufgepasst. Ersetzen wir diesen Teil. Wähle die Barriere, dann bearbeiten wir sie. Lösche den kaputten Abschnitt der Barriere und ersetze ihn mit einem neuen Bauteil. Barriere. Dort. Und was haben wir denn da? Holzstämme. Hallo. So. Gut, das wäre erledigt. Jetzt müssen wir oben auf die Barriere eine Klettersperre setzen, damit die Bonobos nicht einfach aus dem Gehege klettern können. Achte darauf, dass du den richtigen Teil der Barriere ausgewählt hast, wenn du das machst. Was? Also, rufe jetzt die Optionen auf, um festzulegen, auf welcher Seite die Klettersperre angebracht werden soll. Und pass auf, dass du es richtig machst. Die Bonobos werden eher über die Barriere klettern als die Besucher. Gut gemacht. Okay, so. Jetzt sollten wir die Bonobos schnellstens aus den Transportboxen holen, oder? Die armen Tiere werden noch ganz traurig, wenn wir sie zu lange da drin lassen. Wähle erneut die Gehege, um das ist ja einfach, um das Gehege-Infofenster aufzurufen. Scheinbar ist nicht nur der frühere Tierarzt des Zoos verschwunden, sondern auch die Techniker. Wir müssen ein paar neue Techniker einstellen, damit nicht noch mehr Tiere entkommen. Techniker übernehmen verschiedene Aufgaben im Zoo. Die wichtigste ist aber die Wartung der Gehegeumzäunungen. Wenn die Techniker sie nicht instand halten, nehmen die Umzäunungen Schaden und gehen irgendwann kaputt. Und dann turnen bald überall entkommene Tiere durch den Zoo. Geh wieder in den Zoobereich und dort in die Abteilung Personalverwaltung. Naja, ich bin dir immer ein bisschen voraus. Mann, wir haben einiges erledigt, oder? Das war gute Arbeit. Ich hol mir mal einen Kaffee. Ich glaube, Bernie will dich sprechen.
Ich habe gehört, du hattest Probleme mit einem entflohenen Bonobo. Das Wichtigste ist, dass du dich schnell darum kümmerst, bevor das Tier noch Klamotten stiehlt, sie anzieht und dann verkleidet durch das Haupttor nach draußen spaziert. Als ob die das machen. Unsere Tierärzte haben nämlich auch die Aufgabe, Forschung zu betreiben. So können sie Beschäftigungsgegenstände, zusätzliche Informationen für Bildungsobjekte, bessere Zuchtprogramme und besseres Futter freischalten. Also, Futter für die Tiere. Forschung allein reicht nicht, um das Essen in der Kantine zu verbessern. Naja, wie dem auch sei. Wie du siehst, ist Forschung ein wichtiger Bestandteil des Zoobetriebs. Damit ein Tierarzt Forschung betreiben kann, benötigt er ein Forschungszentrum. Leider hat dieser Zoo hier keines. Also lass uns ein solches Zentrum bauen. Ich habe eine geeignete Stelle dafür markiert. Ja, das Futter in der Kantine zu verbessern, da braucht es mehr als ein bisschen Forschung. Dir ist sicher aufgefallen, dass an der Stelle, an der du das Forschungszentrum bauen sollst, schon ein Gebäude steht. Aber keine Sorge, das Gebäude dort ist nur ein Rohbau. Wir können das neue Gebäude also dort errichten. Wenn du das Forschungszentrum auswählst und dann über den Rohbau bewegst, wirst du gefragt, ob du es dem bereits bestehenden Gebäude hinzufügen willst. Klicke, um das zu tun. Allerdings ist das Forschungszentrum damit immer noch nicht platziert. Zuerst müssen wir es drehen, damit es automatisch mit dem Weg verbunden ist, wenn wir es platzieren. Na, hat doch gerade geklappt. Ausgezeichnete Arbeit. Mit unserem neuen Forschungszentrum können wir unserem Tierarzt direkt eine neue Aufgabe zuweisen. Oh Gott, es gibt viele Aufgaben noch. Tierärzte nur Forschung betreiben, wenn sie keine anderen Aufgaben haben. Du kannst über das Infofenster eines Tierarztes zwar bestimmen, um welche Aufgaben er sich kümmern soll, aber das ist jetzt erstmal nicht weiter wichtig. Lassen wir unseren Tierarzt Katas erforschen. Geh in den Zoobereich und wähle dort Veterinärforschung. Okay. Du siehst dort eine Liste aller im Zoo vorhandenen Tiere sowie alle Krankheiten, die potenziell auftreten können. Ziehe den Tierarzt einfach über den Eintrag Kata, um mit der Forschung zu beginnen. Oh, was haben wir denn? Okay. Ja, warte doch mal, ich schau mal kurz durch. Erinnert mich ein bisschen an Plug Inc. Die verschiedenen Virusorten, die man dort hat, sich zusammenfriemeln können. Ich schau mal kurz. Verringert die Wahrscheinlichkeit, mit der Tiere krank werden, verringert die zur Genesung nötige Zeit und zögert bei kritischen Krankheiten den Tod hinaus. Hier ist es unbekannt, aber das wird garantiert, weil es dasselbe Symbol ist, dasselbe Effekt sein. Okay, zurück. Aber die Cutter sehen doch auch wieder so niedlich aus. Da sind doch, glaube ich, auch die so seitlich immer. Die so seitlich laufen bewegen, dass es so aussieht, als würden sie tanzen. Wenn ich so darüber nachdenke, ich glaube, wir haben gar keine Infotafeln oder Lautsprecher beim Gehege der Cutters. Lass uns dorthin gehen und ein paar aufstellen, damit unsere Gäste mehr über unsere pelzigen Freunde erfahren können. Jetzt war noch schön zu wissen, wie lange das dauert. Aber erstmal gucken, was bekommen wir denn? Wahrscheinlich den Bildungswert, Beschäftigungsgegenstände und irgendeinen Eintrag in der Zoopedia. So, wo haben wir die denn? Stellen wir zunächst zwei Infotafeln auf. Platziere sie an der Gehegeumzäunung und zwar so hoch, dass die Gäste sie lesen können. Alternativ setzt du sie auf einen Ständer. Wieder Ständer-Time. Wie bitte kriege ich... Positionsausrichtung... Schalte an Oberflächen ausrichten ein. Okay, wo ist das? Da. Okay. Und hier. Jetzt müssen wir noch festlegen, zu welchem Tier Informationen angezeigt werden sollen.
Wähle eine Infotafel aus, um ihr Infofenster zu öffnen. Schon getan. Dann wählst du aus dem Menü Cutter aus. Aber da wärst du sicher auch selbst drauf gekommen. Wenn du eine Infotafel oder einen Lautsprecher mit einem Tier verknüpfst, musst du darauf achten, dass sich dieses Tier auch in der Nähe befindet. Sonst verwirrst du die Gäste nur. Wieso? Ein bisschen Verwirrung ist doch auch nicht schlecht. Wenn wir Infotafeln haben, sollten wir noch zwei Lautsprecher aufstellen. Bei Lautsprechern können die Gäste einfach zuhören, um mehr über das Tier zu erfahren, anstatt sich die Information mühsam durchlesen zu müssen. Du darfst Lautsprecher aber nicht zu nah beieinander aufstellen. Sonst verstehen die Besucher den Text nicht, der vorgelesen wird. Statt sich was durchzulesen, also vielleicht besser, wenn wir die dann hier platzieren. Und dann vielleicht noch einen hier. Man hat ja eigentlich recht große Besuchergruppen. Jetzt stehen. Müssen wir die Lautsprecher nur noch mit dem Cutter verknüpfen. Das geht genauso wie bei den Infotafeln. Hallo, wo ist der Lautsprecher jetzt hin? Da. Klasse. Oh, du solltest übrigens noch beachten, dass Infotafeln und Lautsprecher Strom benötigen, damit sie funktionieren. Ohne Strom bringen sie dir also nicht viel. Oh, süß. Oh, scheinbar hat unser Tierarzt. Da legt aber ganz schön große Köttel. Wir müssen jetzt die Ergebnisse abrufen. Klicke dazu entweder auf die Benachrichtigung oder öffne wieder den Bereich Veterinärforschung. Komm, hol die Forschungsergebnisse ab. Tierärzte erforschen das jeweilige Tier nach Abschluss einer Forschungsstufe weiter. Wenn sie einmal in Fahrt sind, wollen sie vermutlich nicht gleich wieder aufhören. Nachdem wir jetzt etwas für unsere Gäste getan haben, sollten wir auch etwas für die Cutters tun. Einige Tiere wie die Cutters haben ein Kletterbedürfnis. Das bedeutet, sie brauchen eine gewisse Kletterfläche. Du kannst dieses Bedürfnis stillen, indem du einen Kletterrahmen aufstellst. Finden wir aber erstmal heraus, wie viel Kletterfläche die Cutters noch brauchen. Wähle einen von ihnen, um ihr Infofenster aufzurufen. Habe ich schon. Hallo, ich habe noch einen ausgewählt. Oder kann es das Spiel jetzt nicht erkennen, weil ich den schon vorher ausgewählt habe? Klicke dann auf den Reiter Gelände. Gelände, Kletterfläche. Wie du siehst, brauchen die Cutters noch sehr viel mehr Kletterfläche. Zum Glück habe ich schon einen Bauplan für einen Kletterrahmen für dich. Du kannst den Rahmen entweder so aufstellen oder selbst einen gestalten. Ja, wir nehmen mal, um das Tutorial abzuschließen. Tiere haben übrigens nicht immer nur ein Kletterbedürfnis. Einige Tiere brauchen zum Beispiel Wasser im Gehege, damit sie schwimmen gehen können. Man muss da wirklich sehr aufpassen. Und damit sie nicht rausspringen, platzieren wir das gute Stück mal mittig. Das ist ein toller Kletterrahmen für die Cutters. Den werden sie garantiert lieben. Aber weißt du, was sie noch glücklicher machen würde? Besseres Futter. Aber das gilt vermutlich für uns alle, nicht wahr? Nee. Du kannst besseres Tierfutter durch Forschung freischalten. Glücklicherweise haben wir schon welches für die Cutters freigeschaltet. Also musst du nur dafür sorgen, dass sie es ab sofort aufgetischt bekommen. Rufe jetzt das Infofenster des Geheges auf, indem du das Gehege der Cutters auswählst. Nicht alles und jeder braucht unbedingt besseres Futter. Mir reicht schon was Einfaches wie ein paar Nudeln. Oder ein paar Käsespätzle, die gibst du mir die nächsten Tage. Ich muss kein 5-Sterne-Menü aus einem 3-Sterne-Lokal bekommen. Ich bin einer, der mag es auch einfach. Jetzt öffne den Reiter Tiere. Ja. Super. Wie du siehst, kannst du hier die Futterqualität ändern. Klick einfach auf das Dropdown-Menü und wähle Futterqualität Stufe 2. Futterqualität Stufe 2. Da läuft mir sofort das Wasser im Mund zusammen. Wie gesagt, wir würden eher bei sowas wie Spätzle das Wasser im Mund zusammenlaufen. Nicht bei Futterqualität Stufe 2. Ein neuer Kletterrahmen und besseres Futter. Mann, diese Viecher werden echt verwöhnt.
Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns um eine der wichtigsten Aufgaben des Zoos kümmern. Tiere in die Wildnis zu entlassen. Ja, gleich. Wenn wir das Gefühl haben, dass ein Tier bereit dafür ist, können wir es in die Wildnis entlassen. Aber woran erkennt man das? Nun, zum einen ist das Alter ein entscheidendes Kriterium. Wir wollen schließlich keine Jungtiere oder Senioren freilassen. Außerdem muss das Tier zeugungsfähig sein, denn schließlich wollen wir, dass sich die Art in der Wildnis vermehrt. Tiere mit gutem Fruchtbarkeitsgen eignen sich also besonders. Aus dem Alter und der Fruchtbarkeit ergibt sich dann auch, wie viele Arterhaltungspunkte wir bekommen, wenn wir ein Tier freilassen. Arterhaltungspunkte sind sehr wichtig. Sie sind praktisch das Lebenselixier deines Zoos. Denn je mehr Arterhaltungspunkte du hast, umso mehr Tiere kannst du aufnehmen. Und eine umso höhere Qualität haben die neuen Tiere. Behalte das immer im Kopf. So, und jetzt lass uns zum Orang-Utan-Gehege gehen. Danke, dass ich nach deinem langen Monolog jetzt auch mal weitermachen kann. Wieso haben die Cutters hier so ein kleines Keyboard? Was denn das? Keyboard-Beschäftigung? Ernsthaft? Warum habe ich das nicht zu Hause? Gut, ich habe die Gitarre. Aber ich sehe schon, wir sind wieder bei dezenter Überlänge. Ich mache an der Stelle hier auch mal wieder einen kurzen Cut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also schaut auch das nächste Mal wieder rein, wenn wir uns immer noch mit dem Tutorial rumquälen. Wobei quälen sie es nicht. Es ist ja schön. Das muss ich mal sagen. Aber wie gesagt, ciao.